Hallo und herzlich willkommen jetzt zum Let's Play SimCity. Ich hatte ja schon Daily Zock gemacht, heute zumindest genannt. Und bei mir ist jemand, den kennt ihr von diesem Kanal noch nicht, und zwar der Leon. Guten Tag. Kannst dich ja mal vorstellen, so. Ja, ich bin der Leon. Essverhalten. Ich esse gerade Chips. So sehe ich auch aus. und gucke gerade LCS. So, und Leon hat sich da eine Stadt gesichert. Ich gehe mal ganz kurz hier hin. Und ich habe die genommen, einfach weil die nah aneinander liegen. Das Problem ist, ich habe eigentlich nichts in meiner Stadt drin. Zu wenig Simileons. Ich glaube, ja. Werde ich mit Glücksspiel anfangen, aber Glücksspiel war immer irgendwie kacke. Glücksspiel finde ich auch nervig. Also bin ich nie mit klar gekommen. Strom an Nachbarn verkaufen? Nein. So, ich mache mal ganz kurz hier so eine mega nervige und schlechte Straße nach außen. Das sollte man eigentlich niemals machen. Aber das mache ich jetzt hier so. Du siehst das ja nicht, Leon, aber das mache ich hier so, liebe Zuschauer. Weil der Wind von da oben nach hier unten läuft und das ist kacke. Und ich kann mir jetzt noch keine große Straße leisten, die will ich nämlich dann mitten durchgehen lassen. So. Erstmal Wohnungen bauen. Wohnungen. Aber eigentlich ist es so besser, weil jetzt ist es so, dass die Industrie direkt unten ist und das hat immer irgendwie so einen gewissen Vorteil gehabt bis jetzt. Ich habe jetzt schon zu viele Straßen gebaut. Läuft bei mir. Ich habe kein Geld. Ich habe 3 Kredite aufgenommen und meine Stadt hat keinen Strom. Ja, Strom ist ja am Anfang erstmal so mittelprächtig wichtig, ne? Ich mache jetzt einfach mal, also du hast ein Muster, hast du gesagt, wie du immer aufbaust. Ja, ich baue immer so ganz viele Rechtecke und dann baue ich eben außen, mache ich grüne Gebiete hin und in der Mitte mache ich dann blaue, weil dann kriegst du am meisten Geld durch so blaue Gebiete, habe ich festgestellt und habe ich gegoogelt. Okay. Also dann gehen die Bewohner eben quasi immer da rein und dann kriegst du mehr Geld. Das werden wir doch direkt mal ausprobieren hier. Wir machen jetzt aber mal so hier doppelte Breite. Ja, versuche ich gleich mal. Bei mir hier läuft kommt dann die dicke Straße an. Damit ich und Leon da auch drüber passen. Das ist richtig. Yeah. Läuft gerade nicht bei mir. Aber immerhin kannst du Erz abbauen, ne? Jetzt kommt rum, langsam. Also ich muss sagen, ich habe heute schon 2 Stunden SimCity gespielt. So. Und habe versucht, ein Großprojekt in die Wege zu leiten, aber schön. Schön ist das nicht. Genau, wie LeFloid sagen würde. Richtig. Wie macht man das nochmal, dass man die Teile, also so ein ganzes Kästchen direkt ausfüllt? Ja, das geht nicht, glaube ich. Oder ich weiß auch nicht, wie das geht. Du musst einmal immer außen rum, aber du kannst, wenn du ab der Hälfte bist, einfach straight zum Ende gehen, dann füllt er das so von alleine aus. Aber wie du das komplett ausfüllst, oder keine Ahnung. Strom. Nein, jetzt habe ich Strom. Und ich mache trotzdem 600 Schulden. Ich mach momentan. Warum mache ich keine. Also, die Leute sind noch nicht reingezogen. Ich sollte auch vielleicht mal vorspulen. Warum macht er diese blöde Ecke nicht? Das ist doch kacke. Ach, stimmt. Vorspulen, ey. Ich warte die ganze Zeit auf irgendwelche Sachen. Warum macht er die Ecke nicht? Die Ecke machen. Ecke machen. Ecke. Ecke. Egal, komm mal rüber. Angelsachsen. Ach. Meine Stadt heißt Angelsachs und dann mache ich Sachsen daraus. Läuft. Oh ne. Jetzt wird mir alles nochmal erklärt. Diese Frau finde ich irgendwie nervig. Ja, kannst du einfach mal springen, weil da geht das nicht. Ja, so. Sauber. Ich habe jetzt schon einen Grund fehlender Strom. Ja, ich mache euch sofort Strom. Ja, genau. Hatte ich auch am Anfang. Aber weil ich Sonnenkraftwerke
aufgestellt habe. Die brauchen halt einen Moment. Ja. So, ich habe noch gar nichts aufgestellt. Ich mache mir jetzt auch mal erstmal. Ach, geht ja nur 25.000. Machen wir direkt mal mehrere 25.000 Kredite. Ey, achso, die sind schon ausgewählt. Ich gebe die mal weg und will wieder den Kredit nehmen. Ja, das hätte ich auch. Sonnenkraftwerk machen wir mal hier rüber. So. Ja, ihr stellt Leute ein, ist schön, dann ja. Habt ihr halt Leute eingestellt. Soll ich direkt so einen Wasserturm bauen? Ich finde die Wassertürme irgendwie kacke. Heavy. Ja, was sonst? Du musst ja irgendwie an Wasser kommen. Ja. Würde ich mal behaupten. Oh, hier mal kurz so eine kleine Verbindungsstraße. Aber ich baue auch am Anfang nur einen Wasserturm und rush dann auf die erste Erweiterung von meinem Rathaus, dann kann ich sofort produzierst du Strom? Nein, wir stellen noch Leute ein. Ah, ihr seid voll lahm. So, dann mal ein bisschen Industriegebiet, ne? Ja, und wenn du dann auf die Häuser gehst, dann ist der Grund zu wenig Strom in der Stadt. Deswegen kommen keine Leute und dann können die das nicht ein. Dann können die keine Leute einstellen. Und dann explodiert dein Kopf. Ich sehe jetzt schon, das Verkehrsproblem wird irgendwann kommen. Das habe ich auch. Also an diesem Aufbau, wenn du in der einen Ecke eine Polizei baust, dann geht das nicht mal bis über die Hälfte, sondern nur ein Viertel oder so. Erstmal ein Fußballfeld aufstellen. Oh cool, ein Schwimmbad. Schwimmbad? Gibt Schwimmbad? Bei. Da habe ich auch gerade gesehen. Parks oder was? Nee, bei Wotec. Ah, nee, ein cooler Einsatz. What? Ah, ein cooler Einsatzzweck für die leeren Schwimmbecken. Das ist ein Skater-Ding. Sieht aber aus wie ein Schwimmbad und war auch mal ein Schwimmbad. Aber du kannst einen Wasserspielplatz bauen für die Kinder. Ist zwar nur für die untere Einkommensschicht, aber. Ja, ich brauche gerade mittlere Einkommensschicht, deswegen habe ich mal einen Park gebaut. Ja, stimmt, mittlere wäre vielleicht nicht schlecht. Dann baue ich mal direkt die nächste Straße und darauf baue ich eine mittlere Einkommensschicht. Schön, dass ich hier noch die ganze Zeit mit diesen ganz billigen Straßen baue. Baust du mit den ganz, ganz billigen? Ja, noch. Ja, ich habe 3 Kredite, aber ich baue mit der Straße mit mittlerer Dichte, also für 8 Dollar. Ja. Deswegen, keine Ahnung, habe ich schon 3 Kredite aufnehmen müssen, aber dafür verdiene ich jetzt auch schon 4.000 pro Stunde. Aber am Anfang ist das wahrscheinlich. Ja, ihr müsst dazu auch wissen, Leon hat deutlich länger bis jetzt gezockt, weil ich das Spiel auch noch gar nicht so lange habe. Aber wir haben das im gleichen Monat gekauft. Ja, aber ein Jahr später. Psst, muss ja nie. muss ja niemand wissen. Ja. Wenn ich das so baue, dann kann ich jetzt doch das ganze. Wenn ich das so ganz baue. Die Straßen wird irgendwie lustig. Ich mag das auch manchmal einfach so eine kleine Stadt zu bauen, nicht so ein Monstrum. Ach, diese blöde Ecke, warum geht das denn nicht? Das ist doch behindert. Ich will, dass man sich schon über die Spielmechanik aufregt, wenn man das Spiel gerade erst angefangen hat. Es gibt jetzt auch den Offline-Modus, kann man kurz anmerken. Ne? Da habe ich noch nicht ausprobiert. Gab's den vorher nicht? Nein. Jetzt kommt schon Fabriken hier. Ach ja, ich wollte ja hier so Baumreihen hinmachen. Hohe Baumreihe oder niedrige Baumreihe? Baumschule. Machen wir so. Zack. Rathaus-Upgrade. Was wollte ich noch machen? Oh, fuck. Ich habe zu wenig Geld, um einen Rathaus-Upgrade zu machen. Erstmal warten. Und auch wenn Spaß nicht getan. Ah, läuft bei dir. Aber du hattest ja auch kurz, keine Ahnung, Probleme. Technische Probleme. So, jetzt habe ich so ganz billige diese Feldwege und dann so eine fette Straße einmal durch die Mitte durch. Ja, das habe ich auch am Anfang immer gemacht, weil ich dachte, das bringt sie richtig. Diese Riesenstraßen, aber die bringen es irgendwie erst am Ende. Oder finde ich zumindest. Ja, das Problem ist nur, meistens siedle ich dann da irgendwelche wichtigen Sachen an und merke dann so, oh Scheiße. Jetzt kannst du die Straße nicht mehr abreißen. Also diese kleinen
nervigen Straßen, die dann existieren. So, dann baue ich hier mal direkt das Rathaus dran. Ja, machen wir hier kurz. Hey. Hey. Hä? Ach so. Das Feld ist immer noch viel zu klein. Da ist irgendwer schon unglücklich. Habe ich denen das erlaubt? Hey, jetzt. Wie viel Geld hast du? Gerade 40.000. Oh, ich auch. Protect, warum? Das darfst du nicht. Was wollte ich nochmal bauen? Was wollte ich nochmal für eine Abteilung bauen? Keine Ahnung. Ich habe noch kein Rathaus gebaut. Vielleicht habe ich deswegen auch noch 40.000. Verkehrsabteilung. Nee, Verkehrsabteilung ist kacke. Tourismus auch. Sicherheitsabteilung finde ich übrigens erst nach dem zweiten. Finanzen ist eigentlich geil, weil man dann irgendwann die Steuern einstellen kann. Ach, egal. Das ergibt doch voll egal. Einfach hinsetzen. Nicht hinsperren. So, ich habe auch noch 3000 Einwohner erst. Alle Abteilungen immer, die man bauen kann, sehen hammer hässlich aus. Nur die Finanzabteilung, die sieht irgendwie einigermaßen schön aus. Strom abkaufen. Nein, ich will keinen Nachbars Strom abkaufen. Ich habe gar nicht eingestellt, dass du Strom kaufen darfst. Muss ich stoppen, glaube ich. Das ist von Anfang an eigentlich eingestellt, dass es so ist, oder? Toll. Aber habe ich bis jetzt auch nicht gemacht, glaube ich. Doch, hast aber du gesagt. Ja, da war so eine Frau. Da kommen ja manchmal so Blasen und die hat gesagt, ja, ist es so dunkel hier, lass mal, kauf mal bitte Strom. Dann kann ich auf Ja klicken oder auf Nein, danke. Alles klar. Dann ja, ich ändere ja meinen Namen gleich, chill mal eine Runde. Hier hinsetzen. Hier ist gut. Die Feuerwehr. So, Alter, ich bin wieder genial. Am Anfang sagt das, finde ich, ziemlich mit der Feuerwehr, weil man hat zu wenig Geld, um schon viele Wagen zu holen. Meine Stadt heißt übrigens Dudistan. Also nicht Dudistan, sondern Dudistan. Ja, das war bestimmt keine Anlehnung darauf. Nein, das ist eine Anlehnung an den Dude. Ja, bestimmt. Yeah. So, ich mache jetzt auch 4000 pro Stunde. Achso, ja, ich 8. Ich habe noch keine Feuerwehr, noch keine Polizei und nichts. Ja, du Glücklicher. Aber es wäre vielleicht sinnvoll, mal eine zu bauen. Aber erstmal mache ich das mit den Straßen hier vernünftig. Boah, mein PC geht gerade richtig ab. Ich hoffe, das rauscht nicht so hammer dolle. Nee. Ich reiße jetzt meine halbe Industrie ab, nur um da wieder eine etwas dicke Straße hinzubauen. So. Hallo, kaputte Industrie. Erstmal einen Kredit abbezahlen. Oh, ich kann noch einen abbezahlen. Läuft. Jetzt verdiene ich sogar einen neuen. Ah. Cool. Feuerwehr. Straße. Wo bist du? Ach, da. Keine Ahnung. Ich guck gerade schon mal, wo so Riesenprojekte sind. Entweder über dem Fluss kurz. Ja, wir müssen auch über den Fluss. Wir sind auf so einer kleinen Insel. Quasi. Ah. Egal. Was brauchen wir? Oberes EKS. Stein für oberes EKS. Stein. Am Arsch sind die zu hoch. Schnäpfen. Entweder mache ich die runter, aber oder ich baue sowas wie Parks und so. Glaub ich, ja. Flasst du denn wie viel Prozent? Was? Nochmal. Wie viel Prozent Steuern hast du denn auf die? Einmal 12, einmal 11 und einmal 10. Also 12 bei. 12 beim Wohnen. Arbeiter aus Dingensbums
sind zu den Trieben der Stadt gedingens. Nicht genug Hersteller von Fracht. So, du produzierst noch genug oder 10 Überschuss. Der Schlamm wird auch abgesaugt von deiner Mutter. Hey, Wotek, was für ein Schlamm? Nein, die Scheiße. Achso, Kot. Lange Rotphasen möchte ich noch kurz anmerken. Ja, so. Ey. Straße upgraden. Das gebe ich erstmal wieder mein ganzes Geld aus, weil ich jetzt Straßen upgrade. Hä, warum eigentlich upgraden? Also bei mir sind die ungefähr bis zur 5. Spielstunde oder so, tippe ich mal. Oder würde ich behaupten, ungefähr bis zur 5. Spielstunde. Brauche ich das nie. Ich weiß nicht warum, aber. Ja, irgendwie, jetzt, ich habe jetzt auch noch keine Probleme, aber ich mache es trotzdem. Straßen. Also weil, bei mir ist keine rot oder so zum Beispiel. Weil ich das einfach für meine Bürger tue. Ich bin ein netter Bürgermeister. Bürgermeister bist du? Oh ja, du nicht. Höchstens ein Veggie-Bürgermeister. Jetzt haben wir zu wenig Kunden. Soll ich mich nutzen? Okidoki. So. Ich sag viel zu viel so. Oder so. Je nachdem, was für eine Sprache gerade, ne? Ja. Haha, lustig. Lustig, tralalala. Ja, ich wollte jetzt hier Polizei und so weiter bauen. Erstmal, Krankenhaus wollen die erst. 4 Tote pro Tag, ist aber nicht gut. Die wollen erst ein Krankenhaus, das hat er auch noch nie. Ich will zuerst ein Krankenhaus wollen. Jetzt nochmal, auch von der Flügel, der war eigentlich voll überflüssig. Ja, am Anfang der Flügel ist echt nicht so. Glaube ich. Na, jetzt wollen die bei mir auch Kranken. Ich hab's gesagt und dann dachten die sich bei dir so, ach ja, können wir auch mal gebrauchen. Ja, die sehen, ja, bei dir schön, ist. Dass du eine Finanzabteilung gebaut hast. Erstmal einen Kredit von 100.000 aufnehmen. Hoffentlich brauchst du was anderes dafür. Das wäre nett. Ja, erstmal. Reichen sie den für was? Ah, okay. Das finde ich geil. Du kriegst so Belohnungen für 15.000 oder so, mal kurz. Wenn du einfach baust. Wenn du deine Stadt einfach erweiterst. Alles klar, jetzt habe ich schon mal Polizei, Feuerwehr und eine Klinik. Wenig Simileon, wollte ich mich nutzen. Ey, ich habe doch da drauf. Wie funktioniert meine Steuerung nicht ganz richtig? Nee, du funktionierst nicht ganz richtig. Was ja, mit? Das auch, aber. Achso, Bürgermeister, das finde ich auch richtig überflüssig. Aber die Bürger werden irgendwie nett oder freundlich oder freuen sich oder. Okay, aber ey. Und noch so eine hässliche Flagge, warum auch immer eine Polizei eine Flagge braucht. Hey, die Flagge, die finde ich auch immer überflüssig. Aber diese Antennen zum Beispiel, die machen das glaube ich 50% schneller. Also die Polizeiwagen und so. Sportswagen. Wer das verstanden hat, der ist gut. Die anderen auch. Nicht so ach, gut. Nee. Die auch nicht. Die sind nicht cool. Wie viele Zuschauer hast du eigentlich so? Also wie viele Klicks kriegst du auf was für ein Video oder was sind deine meistgeklickten? Es kommt ganz drauf an. Ich habe bei meinem meistgeklickten Video über 6.000 mittlerweile. Oh, läuft. Und sonst so kann es auch mal sein. Oblivion oder so? Nee, das ist das erste Elder Scrolls. Der erste Elder Scrolls. Achso, okay. Aber kann auch mal sein, dass ich nur 5 Klicks oder so auf dem Video habe. Hm,
Feuerwerksshow. Mach ich. Jetzt soll ich sowas wie dafür sorgen, dass es weniger als 5 Brände oder so gibt. Mach ich gern. Ja, ja, man kriegt 50.000 dafür. Das ist richtig gut. Dafür brauche ich auch noch mein Schild und noch so eine Flagge. Kranken Baggen. Wie teuer ist denn? Zu viele Opfer? Alter, ich hab doch jetzt hier ein Krankenhaus, eine Feuerwache und ein Polizeirevier. Beschwer dich mal nicht, Freundchen, ja? Freundchen. Dann brauche ich jetzt nochmal ein bisschen schöne Parks hier hin. Jetzt verwöhnst du die aber, ne? Ja. Uiuiui. Baut mal hier aus, ihr Spackos. Ich bin sehr nett zu meinen Bürgern. Ja, merkt man. Fehlen Kunden? Ja, das habe ich auch. Am Anfang. Ordentlich gewinnen. Alle mal ordentlich gewinnen, dieses eine Unternehmen. Läuft. Ah, Verbrechen sind überall voll im Gang, ey. Am Ende des Ganges. Nein, nicht. Jetzt hab ich eine Polizei. Und erstmal ganz viele Autos bauen. Ja, bitte. Brandschutz. Ich habe 50.000 für diesen Brandschutz, glaube ich, bekommen. Aber ich weiß es noch nicht. Ich baue einfach so langsam ein bisschen aus. Nee, ist da los. So wenig Simoleons, scheiße. Warum geht das nur noch 2 Stunden? Ja, ich kann ja in der Zeit schon mal hier mehr Industrie ansiedeln. Hier durch hier hingehen. Und noch hier hin. Und noch hier hin. Sorgen Sie dafür, dass es so und so viele weniger Brände gibt? Alter, bei mir sind gerade 13 Brände und ich soll dafür sorgen, innerhalb von einer Stunde oder so, dass es nur noch 5 Brände gibt. Was? Dann bau mal schnell ein paar. Boah, ja, ich hab schon so viele Feuerlöschwagen, wie es geht. Hm. Aber jetzt ist das auch abgelaufen. Schade. Ah, aber ich hab's bekommen. Gut. Ah. Ich hab grad voll die geile Idee für einen Daily Zock gehabt. Was? Ich werde gleich noch eine Runde Forza zocken. Teil 4. Auf dem PC? Nee, auf der Xbox. Ich hab einen Elgato. Okay, what the heck? Seit wann? Hab ich mir zum Geburtstag gewünscht. Oh, nice. Schlechter Zug. Gangster. Wow. Wo ist denn die Polizei denn? Guck mal, ich wieder 3, eigentlich sogar 4.000. Ah, ich kann upgraden. Ah, ich hab 100.000. Bewohner? Oder nee, Geld. Was soll ich denn bauen? Also du hast eine Finanzabteilung? Ja, ich, keine Ahnung. Ich hab auch ein Upgrade. Also als nächstes, ich würde als nächstes, so eine Versorgungsabteilung machen, deswegen dann kannst du irgendwie diese Sicherheitsabteilung oder so machen. Oder Bildungsabteilung, keine Ahnung. Also ich mache als nächstes Versorgungsabteilung, weil... Bildungsabteilung. Ja, nee, ich mache doch Sicherheitsabteilung, glaube ich, oder? Weil Versorgungsabteilung ist halt gut, wenn irgendwann das Wasser verschmutzt wird oder wenn zum Beispiel diese wenn die Scheißepumpen irgendwann verstopft sind, dann kannst du so Klärwerke bauen. Keine Ahnung. Warte, in die Region, guck, ob er bei dir schon was anzeigt. Oh jo. Eigentlich würde ich gerne das bauen. Und dann recycelst du auch Müll. Ja, ich baue das. Du kannst ja dann Bildung oder so bauen. Und ja, Bildung schon gebaut. Und dann baue ich, glaube ich, als nächstes diese großen Polizeiwachen sind eigentlich richtig geil. Weil du brauchst halt nicht 2 kleine oder so, sondern eine riesige und das reicht dann. Das Coole ist, so wie ich die gerade aufgebaut habe, sind die ziemlich deckend. Also fast alles in der Stadt wird, also
Also ziemlich viel in der Stadt wird abgedeckt, das finde ich gerade voll cool. Irgendwas kommt zu mir, ich weiß nicht was, aber... Von mir? Berater für Arbeitnehmer, warte. Und die Arbeit bei dir oder was? Warte mal. Duluistan braucht Arbeiter. Ich brauche Arbeiter? Der unteren Einkommensschicht. Weiten Sie Ihr Wohngebiet aus, damit Arbeiter nach Duluistan pendeln, okay? Gibt's nicht. Für meine eigenen Arbeiter bei mir. Erstmal in erstmal in das Industriegebiet Arbeiter Gebäude bauen. Eigentlich können die sich hier voll erweitern. Warum machen die das eigentlich? Ach, wegen Müll wahrscheinlich. Müll. Ich baue eine Müllentsorgungsanlage, die da auch stimmt. Heißt Müllkippe. Ach ja, du kannst übrigens ein Recyclingzentrum übrigens schon bauen. Ja. Ja. Ach, fuck. Wir bräuchten dafür 25.000. Das ist ja doch schwul. Davon eins. Das ist geil. Dieses Recycling Center habe ich mir vorher noch nie durchgelesen. Habe ich auch vorher, glaube ich, auch noch nie gebaut. Das sammelt Müll und dann kannst du so eine Wiederherstellung von Metall oder so bauen und dann kannst du das auf dem Weltmarkt verkaufen. Oh, jetzt verdienen wir ein bisschen schneller Geld, du Scheißstadt. Chillax. Direkt erstmal. Hast du schon morgen für die Arbeit gelernt, irgendwas? Nö. Lernst du irgendwas für die Arbeit? Ich weiß nicht, ich war ja ein paar Tage nicht da. Ich muss mir da nochmal angucken. Ja, ich war auch eine ganze Woche lang nicht da, aber keine Ahnung. Eigentlich. Warum werden die unglücklich? Leute, ihr sollt nicht unglücklich werden. Der Müllabfall riecht schon. Ja, ich mach doch gerade. Schert euch doch nicht. Aber eigentlich, keine Ahnung. Es kommt ja auch was von den Vorträgen zum Beispiel dran und da glaube ich schon, dass ich relativ viel darüber weiß. Hm. Aber ich weiß es nicht. Mal gucken, was morgen passiert. Eigentlich habe ich voll ungünstig gebaut, weil ich habe irgendwie... Also mir ist aufgefallen beim Städtebauen, dass eigentlich man... Vom Anfangspunkt der Stadt aus immer die Kästchen länger ziehen soll. Wie vom Anfangspunkt der Stadt? Verstehe ich nicht. Also wenn du von der Autobahn aus kommst, ah, okay, jetzt dann Vierecke baust, dann nicht breit, sondern lang die bauen, weil dann auf diesen schnellen Straßen immer die Autos sehr große Stücke nach vorne rücken können, nicht bei jeder kleinen Ampel immer halten müssen. Das habe ich jetzt falsch gebaut, aber ist voll egal. Ja, jetzt, aber ich hätte es zumindest verstanden. Big Mac Index war halt auch voll interessant, ne? Irgendwie. Ja, schon. Jetzt sollten wir erklären, was der Big Mac Index ist. Ja, keine Ahnung. Wie viel es kostet, je nachdem welchem Land ein Big Mac zu holen. Oder zum Beispiel, wie lange jeder durchschnittlich in seinem Leben arbeiten muss, wie viele Stunden davon, um sich ein Big Mac in seinem Land leisten zu können. In welchem Land war das nochmal so extrem? Also in Pakistan musst du 40 Stunden arbeiten, durchschnittlich. Also durchschnittlich heißt, das, was man im Jahr da verdient und das dann auf die Tage und das dann auf die Stunden zurückgerechnet, dann das muss man halt dann 40 Stunden machen. Vielleicht arbeiten die da ja auch nur drei Tage im Jahr und dann verdienen die so viel, aber ja, so eben. Ich habe ja eine Anmerkung eines Bürgers. Die Polizeiwache ist ganz schön, mir hätte aber Pink als Farbe besser gefallen. Nur meine persönliche Meinung. Ah, läuft. Sowas kann man natürlich immer gebrauchen, solche Kommentare. So, ich weiß nicht, das war jetzt wahrscheinlich schon eine voll lange Folge, aber ich will jetzt eigentlich immer in Folgen unterteilen, weil ich sonst immer noch schneiden muss. Und deswegen, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr jetzt eine 30-Minuten-Folge oder so, aber das war die Folge. Ciao. Ciao.